Ja, ich mach mal hier Mute all. Ja, das. De Norman. Du siehst mich noch, Daniel, gell? Also sehen nicht, aber hören ja, irgendwo bist du und du mich auch. Ah ja. Aha. Ja. Ich sehe da meinen Screen, den ich share. Genau, du siehst den Screen und oben drüber sind eigentlich im Moment alle Participants. Ja, ich könnte wahrscheinlich da reinklicken, dann würde ich da mehr sehen, aber ich tipptopp. Lieber weniger machen und dann geht weniger kaputt. Ne? Ja, tipptopp, 20.00, Zeit anzufangen. Freue mich auch so ordentlich, dass wir so viele sind. Herzlich willkommen zum Online-Vortrag XCTM mit dem Daniel Moser. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Martin Heckmeier. Mache hier die Flugschule Air Davos. Und es ist so, dass natürlich von den Flugschülern nach Theorieblöcken immer die Frage kommt nach geeigneten Websites, Prognosetools. Wie geben wir jetzt vor, wenn man selber beurteilen will, ist es gut fliegbar, hat es Thermik? Und dort empfehle ich immer das Tool von Dani, das XCTM, weil ich das einfach selber sehr oft auch verwende. Und es freut mich da ja so ordentlich, dass er sich heute Abend die Zeit nimmt, uns sein Tool näher vorzustellen, ein paar Background-Informationen zu geben. Ja, Dani, vielen Dank, dass du das Tool entwickelst und dass du dir heute die Zeit nimmst, uns dieses näher vorzustellen. Kurz zum Ablauf vom Meeting. Ich übergebe dann noch an Dani, er wird eine Präsentation halten, sein Tool zeigen. Und in der zweiten Sektion dann eine Live-Prognose, eine Online-Prognose mit uns zusammen erstellen. Soll es Fragen geben, dann würde ich euch bitten, dass ihr die im Chat stellt. Dann kann ich die ein bisschen vorsortieren und kann sie dem Dani dann am Ende von seinem Vortrag stellen, damit es nicht zu chaotisch wird. Wir sind jetzt doch einige Teilnehmer. Ja, Dani, bist du ready? Dann würde ich an dich übergeben. Ja, ich bin bereit. Und freue mich auf eine interessante Präsentation. Danke vielmals, Martin. Guten Abend miteinander. Ich sehe da 220 Participants. Es freut mich äußerst, dass wir so viele Leute zusammengekriegt haben zum Vortrag über XCTM. Kurz zu mir, ich bin selbst Streckenpilot, ich fliege in der Schweizer XC-League in B-Kader, also nicht ganz vorne dabei, aber für mich reicht das. Aber für mich ist es extrem wichtig, dass ich gute Wetterprognosen habe und darum habe ich auch das XC-Term entwickelt und ich werde euch jetzt in den nächsten, sagen wir 15 Minuten, 10, 15 oder 20 Minuten ein bisschen die Theorie und das Tool vorstellen und nachher würde ich wirklich gerne auch eure Fragen entgegennehmen. Weil ich denke, das Ganze lebt von der Interaktivität. Und dann ja, könnt ihr endlich mal alles fragen, was ihr wolltet, zu XCTM oder auch zum RECTM-Modell, auf dem basiert es ja. So.
Ja, eben, also konventionelle Wettervorhersagen von numerischen Modellen gibt es ja einige. Da gibt es das von Meteo Schweiz zum Beispiel, das Bild, das ich hier habe. Dann sieht man immer so schöne Sonnen oder ein paar Wolken. Und dann gibt es auch Windprognosen auf verschiedenen Höhen. Da kann man schauen, okay, wie ist der Wind und so weiter. Man kann schauen, wie viele Wolken gibt es, wie viel Niederschlag gibt es oder ist vorhergesagt. Und auch welche Temperaturen das herrschen und so weiter. Ebenso Modelle sind zum Beispiel das Cosmo 2, wie das zum Beispiel der Schweizerische Hängegleiterverband anbietet. Oder auch InWindy hat so numerische Wettermodelle drin. Was uns aber speziell interessiert beim Gleitschirmfliegen ist, ja, steigt es dann auch? Wie hoch ist die Wolkenbasis? Oder wenn es keine Wolken hat, wie hoch kann ich dann steigen? Und wie schnell steigt es? Und ja, wie weit kann ich heute fliegen? Kann ich heute einen längeren Streckenflug machen oder sind die Bedingungen eher ungünstig? Und genau diesen Punkt decke ich mit XC-Therm ab. XC-Therm ist eine Thermikprognose, die wirklich darauf spezialisiert ist, die Steigwerte, die Cumulusbewölkung und auch das Thermiktop und die potenzielle Flugdistanz vorherzusagen. XC-Therm ist aber nicht eine numerische Wetterprognose, aber da beide Komponenten sehr wichtig sind für die Planung eines Flugtages, gibt es eben auch die Wetterprognosen, die wir aus dem ICON D2-Modell vom Deutschen Wetterdienst beziehen. Und dort kann man dann eben auch die Bewölkung und den Niederschlag sehen. Das war jetzt mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Jetzt gehe ich ein bisschen mehr in die Tiefe. XC-Therm unterteilt eigentlich die Landkarte in Regionen, und zwar in Regionen, wo ähnliche Thermikbedingungen zu erwarten sind. Und solche Kriterien sind zum Beispiel, ja, wie verlaufen die Täler und die Gebirgsketten? Wie hoch ist die Talsohle und auch das Volumen der Täler? Weil schlussendlich kommt es auch darauf an, wie sich die Feuchtigkeit verteilen kann in diesen Tälern. Und so wurde nun die Landkarte in 289 Regionen in, ja, sagen wir mal, Mitteleuropa unterteilt. Und für jede dieser Regionen berechnet dann das Modell die potenzielle Flugdistanz. Wenn man dann auf so eine Region klickt, dann gibt es eben so eine Detailprognose. Und diese sieht so aus, dass es auf der einen Achse, auf der X-Achse, da ist die Tageszeit in Halbstundenschritten. Und in der Y-Achse, da haben wir die Höhe in 200 Meter Schritten. Und für jede Kombination von Uhrzeit und Höhe wird dann vorhergesagt, was für Steigwerte sind dort zu erwarten. Gibt es Cumulusbewölkung? Und es wird auch noch der Wind vorhergesagt und die Schichtbewölkung. Da komme ich dann nachher bei der Demo noch ein bisschen genauer darauf zurück. Ja, jetzt komme ich zum interaktiven Teil. Ich wollte eigentlich eine Flugplanung machen für morgen. Und morgen ist nicht gerade das beste Wetter. Ich schlage vor, wir schauen uns mal den heutigen Tag an. Das ist natürlich dann nicht mehr eine Prognose, sondern ein Rückblick auf heute. Und blende jetzt hier mal das XC-Therm von heute ein. Martin, seht ihr die Karte? Hat das geklappt? Ja, die ist sehr gut zu sehen. Ja. Hm. Gut, also gut. Also das ist das XC-Therm von heute. Und wir sehen im Schweizer Jura oder auch im Graubünden, wo Martin zu Hause ist, wurden sehr große Distanzen vorhergesagt. Das sind jetzt Kilometern. Zum Beispiel jetzt hier in Graubünden werden 212 Kilometer vorhergesagt. Das ist eigentlich die potenzielle Flugdistanz, die jemand erreichen kann, der wirklich ambitioniert fliegt und schnell fliegt und den ganzen Tag auch fliegt. Und ich kann jetzt da auf diese Region klicken und dann öffnet sich eben diese Detailprognose. Ich war jetzt heute nicht in Graubünden, aber vielleicht kann Martin mir das bestätigen. Die Wolkenbasis war wahrscheinlich nicht allzu hoch heute. Und das sieht man hier auch an der Cumulusbewölkung. Jetzt muss ich da schnell diesen Laserpointer aktivieren, dann seht ihr auch, von was ich rede. Voilà. Also hier, das sind so die Cumuluswolken, die vorhergesagt werden. Und jetzt zum Beispiel nehmen wir um 12 Uhr, fängt die Cumulusbedeckung bei 2800 an und geht hoch bis 4600 oder noch höher. Also wir wissen, es wird ja relativ hohe Cumulusbewölkung geben. Wir sehen auch die Steigwerte. Nehmen wir zum Beispiel hier, ich kann da auch ein bisschen reinzoomen, dann ist es einfach sichtbar, auf 2000 Metern
um 11 Uhr. Da haben wir 1,5 Meter Stein. Und so kann man eigentlich dann relativ gut an diesem Diagramm sehen, wo gibt es weniger Steigen. Zum Beispiel hier am Morgen ist so eine Morgeninversion, die sieht man relativ gut. Das heißt, es wäre eine schlechte Idee, um 9 Uhr morgen UTC auf 1000 Meter zu starten. Da kommt ihr wahrscheinlich nicht hoch. Hingegen seht ihr, wenn ihr am Morgen startet, so ab, sagen wir, 1600, 1800 Metern, da ist doch die Thermik viel zuverlässiger. Ein weiterer Punkt dieser Thermikprognose sind die Windwerte, die hier oben angegeben werden. Das ist einerseits der vorhergesagte Wind am Hang oder auch auf Flughöhe. Die Flughöhe ändert sich je nach Wolkenbasis. Das ist immer etwa 80% der nutzbaren Höhe. Ich möchte aber jetzt nicht zu sehr auf diese Windwerte eingehen, weil ich komme nachher noch darauf, die sind relativ ungenau, weil wir haben ja diese Regionen und wir haben ja pro Region dann schlussendlich einen Windwert. Der ist nicht sehr nützlich. Oben sehen wir auch noch die erwartete Schichtbewölkung. Das haben wir einerseits die tiefe Schichtbewölkung, das sind jetzt 2/8. Die mittelhohe Schichtbewölkung, auch 2/8. Und jetzt zum Beispiel um diese Zeit hier haben wir auch die hohe Schichtbewölkung. Die wäre 4/8. Und anhand von diesen Detailprognosen kann man dann relativ gut einen Tag planen. Und man kann zum Beispiel auch entscheiden, reicht es mir, über einen Pass zu fliegen, der 3200 Meter hoch ist. Und jetzt in dem Fall klappt das nicht, weil der ist in Wolken. Das wäre jetzt eine Detailprognose gewesen. Und wir können uns jetzt mal die Flüge von heute anschauen. Jetzt, ich glaube, von Graubünden ist keiner hochgeladen, aber zum Beispiel vom Jura, Peter Hürlemann. Wir können uns also diesen Flug anschauen, hier auf X-Contest. Ich mache da mal Fullscreen. Ich zoome da ein bisschen rein. Der ist eigentlich da von hier gestartet, im französischen Jura, und ist eigentlich die ganze Kette hochgeflogen bis in die Deutschschweiz. Und was man jetzt hier zum Beispiel sieht, die maximale Höhe ist etwa hier gewesen. Das ist auf 2900 Metern. Um etwa 16 Uhr Lokalzeit. Und wenn wir jetzt muss ich schauen, ob ich den Vollbildmodus verlasse, ins XZ-Term gehen, das ist diese Region hier, dann war die Wolkenbasis um 16 Uhr Lokalzeit, das ist 14 Uhr UTC, war auf 2,8. Also das war relativ gut vorhergesagt, wie hoch man da steigen kann. Und auch für den Jura wurden für diese Region jetzt 186 Kilometer angesagt und geflogen ist der Peter 186. Also ich habe das nicht mit ihm abgesprochen, das ist jetzt Zufall. Das stimmt natürlich nie genau auf den Kilometer im Normalfall, aber in dem Fall hat es doch recht gut gestimmt. Und dann, was auch noch dazu gehört, dass ich habe jetzt viel von der Thermikprognose gesprochen, das sind eben die Windprognosen. Und für das haben wir eine separate Seite im Moment. Ich zeige euch jetzt die Windprognosen von morgen. Die sind etwas spannender als von heute, weil morgen ist ein bisschen Föhn angesagt, weil ein Wetterumschwung kommt. Und wenn ich jetzt hier den Wind auf den verschiedenen Höhen anschaue, zum Beispiel 2000 Meter über Meer, dann sieht man sehr schön, wie hier bei Chur zum Beispiel oder auch hier im Hinterrheintal, im Urner-Reusstal, beim Reschenpass, beim Brenner, überall, dann sieht man wirklich schön diese Föhnströmungen, wie die dargestellt werden. Und das ist eben genauso wichtig. Und genau das sieht man eben an der XZ-Thermprognose hier mit diesen Windwerten, die wir hier haben. Sieht man das natürlich nicht. Gut, das ist jetzt Dienstag, ich müsste hier noch auf Mittwoch schalten. Man sieht hier zwar, dass ein bisschen stärkerer Wind ist, aber man weiß ja nicht, ob das jetzt Föhn ist oder nicht. Das zeigt hier an 8 Knoten, 15 Kilometer pro Stunde. Ja, ist noch schwierig anhand von dem. Und eben, ja, hier ist das klar ersichtlich. Und wenn ich dann zum Beispiel auch den Wind auf 3000 Metern nehme, dann sieht man auch, dass über den Alpengipfeln hier am Alpenhauptkamm zwischen Tessin und Graubünden, aber auch zum Beispiel hier in Österreich beim Brenner und so weiter. Man sieht, dass es da viel Wind auf den Gipfeln hat. Und ja, auch hier im Mittelland, im Schweizer, hat es sehr viel Wind. Dann eine kurze Zwischenfrage. Ja?
In der vorherigen Seite mit der Prognose hast du die Windwerte dort angezeigt mit grün, blau, gelb. Ja. Und da heißt es ja vorne F und H. Also auf genau. Welchen Höhen ist das genau dieser Wind? Ist unterschiedlich. Auf Flughöhe ist etwa auf 80% der nutzbaren Höhe, obwohl das ist ein Algorithmus dahinter, denn der ist ziemlich kompliziert. Ich kann jetzt ja nicht ganz genau die Formel sagen. Aber wenn du auf das Feld klickst, was ich jetzt hier gemacht habe, dann man kann es lesen, oder? Im Livestream. Mhm. Dann steht hier Höhe 2900 Meter. Oder? Also das ist der Wind auf 2900. Ja. Und am Morgen ist er zum Beispiel auf 2400. Oder? Das Modell versucht eigentlich hier vorauszusagen, ja, in typischer Flughöhe, was habe ich da mit einem Wind zu rechnen, oder? Und ich sehe auch noch gerade im Chat Verbesserungsvorschlag, nicht UTC-Zeit, sondern Local Time anzeigen lassen. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört und ist auch bei uns auf der To-Do-Liste. Jetzt, es hat noch ein paar weitere Fragen, aber ich denke, ich beantworte die dann am Schluss. Mhm. Und mach mal weiter. Also es gibt auch noch brennende Fragen, die wirklich gerade zu diesem Thema sind. Nee, also ich sehe jetzt nichts. Ich denke, die bisher eingegangenen Fragen können wir dann am Schluss gesammelt anschauen. Und hier zurück wieder auf der Übersichtskarte. Wir sind immer noch bei diesem föhnigen Tag morgen. Da kann man auch die Wolken einblenden. Und da sieht man dann auch je nach Tageszeit, dass es da genau im Föhntal hier weniger Bewölkung hat und trocken ist, währenddem es in anderen Teilen, wo die Front schon kommt, dass es da doch schon regnet. Und man kann da natürlich auch auszoomen, da kriegt man ein bisschen größeren Überblick, wieso diese Front auf uns zukommt morgen. Und man kann dann auch stundenweise durchklicken und sieht dann, wie sich die Wolke, die Windwerte so bewegen. Und man sieht jetzt auch im Raum Innsbruck oder im Tirol, da ist der Föhn um diese Zeit offensichtlich noch aktiv, weil da ist die Bewölkung noch aufgelockert, währenddem in der Schweiz dann schon alles zu ist. Wir können das auch nochmal überprüfen. Ich wechsle jetzt nochmal auf den Wind und wir sehen tatsächlich, dass da in Innsbruck immer noch Föhn ist. Allerdings in der Schweiz ist auch immer noch Föhn vorhergesagt, ja. Genau. Gut, dann gehe ich zurück zur Präsentation. Wie werden denn dann diese Steigwerte berechnet? Jetzt wird es ein bisschen detaillierter. Klar, eines der Bedingungen, wie schnell die Luft steigt, ist sicher die Luftschichtung. Ist es labil? Ist es stabil? Hat es Inversionen? Oder auch ein bisschen einfacher formuliert, wenn ein warmes Luftpaket aufsteigt, dann je kälter die Umgebungsluft ist, umso schneller steigt es durch diese Luftschicht auf. Und das sind ein paar komplizierte physische Formeln. Das hat ein Atmosphärenphysiker entwickelt, dieses Modell. Das kann ich euch jetzt nicht im Detail erklären, wie das genau berechnet wird, aber das ist so, dass wirklich die Labilität eine wichtige Rolle spielt. Des Weiteren spielen aber auch zum Beispiel die Sonneneinstrahlung eine ganz wichtige Rolle. Ist es komplett bedeckt, ist die Thermik bedeutend schwächer, als wenn die Sonne scheint. Und der Sonnenstand natürlich je nach Jahreszeit hat auch einen großen Einfluss auf die Sonneneinstrahlung und somit auf die Thermikentwicklung. Dies wird vom Modell hinter XZTM, also das Rektermodell, wird das berücksichtigt. Auch ein spannender Punkt ist die Vegetation. Ihr seht hier ein nicht so attraktives Bild, um ehrlich zu sein, da ist ja alles braun. Das ist ein typischer Frühlingshang, wo die Wiesen eben noch braun sind oben und die Bäume auch noch keine Blätter haben. Und das ist gut für die Thermik, weil je mehr Grün es hat in der Vegetation, umso mehr Sonneneinstrahlung wird durch die Vegetation absorbiert, weil diese Pflanzen, die transpirieren. Wie wir schwitzen, transpirieren die und brauchen eben die Sonnenenergie, um das Wasser zu verdampfen. Und diese Energie fehlt dann halt bei der Thermikentwicklung. Deshalb werden eben auch die saisonalen Effekte für die Vegetation berücksichtigt. Und auch ein wichtiger Punkt sind die Niederschläge der letzten Tage. Weil wenn es die letzten paar Tage viel geregnet hat und die Böden völlig durchnässt sind, dann wird ein großer Teil der Sonneneinstrahlung einfach für die Abtrocknung dieser Böden verwendet und umso schwächer ist die Thermik. Auf der anderen Seite, wenn die Böden nur ein bisschen Tau haben am Morgen, aber sonst trocken sind,
können wir mit sehr guten Thermikbedingungen rechnen. Ja, kurze Frage dazu. Ja. Du hast vorher gesagt, es wäre recht komplex, diese Berechnung. Ist das so eine universelle Formel, die da gilt, also die sozusagen in den meisten Tools dann berücksichtigt wirst, oder ist das eine Formel, die du selber entwickelt hast, wenn du dort die Steigwerte entwickelst, berechnest? Ganz ehrlich gesagt, da müsste ich den Autor des Modells fragen. Das ist wirklich ein Atmosphärenphysiker. Wie man jetzt genau von der Temperaturdifferenz auf die effektiven Meter pro Sekunde Steiggeschwindigkeit kommt, kann ich jetzt einfach nicht sagen, oder? Das ist sicher ein physikalisches Gesetz, das er da abgebildet hat. Aber ja, die genaue Formel kann ich jetzt nicht sagen, nein. Tipptopp, merci. Ist gut. Gut. Dann mache ich mal weiter. Genau, eine weitere spannende Frage ist immer, wie wird dann die potenzielle Flugdistanz berechnet? Und ich sehe auch im Chat, da ist eine Frage von Reto. Das regt ja uns einfach morgen über 100 Kilometer an, obwohl Föhn prognostiziert ist. Ist das wirklich möglich? Ja, man kann auch bei Föhn größere Strecken fliegen. Empfehlenswert ist es sicher nicht. Für die Bestimmung der potenziellen Flugdistanz nimmt XZ-Therm oder eben das RegTherm-Modell die durchschnittlichen Steigwerte. Anhand von dem weiß es, wie lange man braucht, um wieder Höhe zu machen. Es nimmt die Windstärke. Wenn es viel Wind hat, wird die Distanz nach unten korrigiert. Der Grund ist, weil XZ-Therm rechnet immer für einen Flug hin und zurück. Also wenn ich irgendwo hin und zurück fliegen möchte und es hat einen 30er Wind, dann komme ich ja nicht mehr zurück. Und dann ist natürlich die potenzielle Flugdistanz bedeutend tiefer. Für One-Way-Flüge, muss ich zugeben, ist das nicht ganz präzis, weil wenn man natürlich nur in eine Richtung fliegt mit Rückenwind, dann wären eigentlich theoretisch größere Distanzen möglich. Ein weiterer Parameter, der berücksichtigt wird, ist die minimale Arbeitshöhe. Also habe ich nur 600 Meter zwischen Boden und Thermiktop, dann gibt es wahrscheinlich nicht einen guten Streckenflugtag, weil man muss ja Talquerungen machen und so weiter. Und wenn man dann mal ein paar hundert Meter verloren hat, steht man ja schon fast am Boden. Dann ganz wichtig ist auch, was für ein Fluggerät das man hat. Die Prognosen, die gibt's, die kommen ursprünglich aus dem Segelflugbereich, werden aber jetzt an die Polaren für Gleitschirme, Delta und Starflügler angepasst. Man kann also bei XZ-Therm umschalten auf Delta oder auf Starflügler und dann kriegt man viel größere Werte. Und das macht ja auch Sinn, die haben eine bessere Gleitzahl, die kommen besser gegen den Wind voran. Und ja. Und zuletzt gibt es noch so einen Faktor, der heißt Pilotenskills in Prozent. Da werde ich immer wieder gefragt. Das ist leider noch nicht dokumentiert, wie ich auch schon in einem Kommentar gesehen habe. Man kann eigentlich einstellen, bin ich ein guter Pilot oder ein weniger erfahrener Pilot, und da kann man eigentlich die Zahlen ein paar Prozent runtersetzen oder hochsetzen. Das, was jetzt hier abgebildet ist, oder die Beispiele, die ich vorhin gezeigt habe, die waren auf 120%. Das richtet sich eigentlich also an Wettkampfpiloten und Leute mit wirklich auch ja, schnellen Schirmen, die viel Erfahrung haben. Für Anfänger würde ich jetzt vielleicht auf 80% setzen oder so weiter. Gibt es hier gerade noch ein paar Fragen? Ich sehe da einige Fragen. Jetzt muss ich Martin fragen, gibt es da etwas, das gerade zu dem passt, das ich gerade beantworten sollte? Ich hatte den Überblick jetzt nicht ganz. Ja, eine interessante Frage ist, ob das System auch bei Windenstart im Flachland funktioniert. Ja, das, also solange man sicher starten kann, funktioniert das schon, ja. Weil die Thermik ist ja dann schlussendlich, wenn man in der Luft ist, verhält sich ähnlich, wenn man am Berg startet. Und man sieht dann auch anhand der Prognose, ich habe ja vorher diese Morgeninversion gezeigt, wie hoch man dann jemanden hochziehen müsste mit der Winde, dass man wirklich auf einer Höhe ist, wo es auch labil ist, oder? Obwohl man muss auch sagen, natürlich, wenn es unten stabil ist, dann kommt natürlich von unten keine Luft nach. Also ja. Dann nützt es nichts, wenn man einem über die Inversion zieht, wenn unten keine Thermik nachkommt, oder? Im Flachland.
In den Alpen ist das was anderes, da geht man an einen höheren Berg und dort scheint dann die Sonne rein und dann dort entwickelt sich die Thermik, oder? Dann andere Fragen kommen noch zu den Wolken. Also da gibt es ja in der Thermikprognose auf dieser Seite, wenn du da in die Region reingehst. Ja, nehme ich mal die da, da hat es viele Wolken. Genau. Da gibt es ja zum einen hast du ja unten Cumuluswolken, nehme ich an, Genau. die hier. Und da oben heißt es Wolken TM und H, also Genau, die tief, Schicht mittel, high. oben. Ja, genau. Genau. Und jetzt kannst du da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also eine Cumuluswolke ist eigentlich eine tiefe Wolke. Also, oder wie ist dort der Zusammenhang? Taucht das eine Ja. Cumuluswolke auch oben wieder auf? Oder ist die separat dann unten in der Thermikprognose mit der Höhe, entsprechenden Höhe eingezeichnet? Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Die Wind- und Wolkenwerte oben, die stammen aus numerischen Modellen. Also zum Beispiel aus dem ICON-Modell. Und diese Modelle, die sagen keine Kumulusbewölkung vorher. Diese Werte sollten aber die Kumulusbewölkung auch zu einem gewissen Grad beinhalten. Aber eben da diese numerischen Modelle nicht wirklich ein Thermikmodell sind, rechnen sie einfach mit mit Bedeckungsgrad auf einer gewissen Höhe. Und man kann sich das vorstellen, die hohen, das sind ja meistens Zirren. Also wenn es Zirrostratus hat, dann ist es ja so wie ein Film drüber und der dämpft dann einfach die Sonne. Und das hat natürlich nichts mit Cumulus zu tun. Und auch die mittelhohe Bewölkung, vielleicht in den Bergen, ja, die ist, glaube ich, zwischen 2000 und 7000 Metern, wenn ich mich nicht täusche. Die ist eigentlich mehr als Schichtbewölkung zu verstehen. Also Bewölkung, die sowohl über dem Tal als auch über den Bergen ist, oder? Die Kumulusbewölkung hingegen das sind wirklich Wolken, die direkt aus der Thermik entstehen und durch die Kondensation, durch die aufsteigende Luft. Und diese Wolken sind die für uns interessanten und es kann also durchaus sein, wie man jetzt hier sieht, dass Kumuluswolken auch noch vorhergesagt werden, auch wenn es oben 8/8 bedeckt ist. Und ich war auch kürzlich im Tessin fliegen und da war es komplett bedeckt. Und es ist trotzdem mit 3, 4 Meter pro Sekunde gestiegen, weil einfach die Atmosphäre so instabil geschichtet war, dass es quasi ohne Sonneneinstrahlung oder ja fast ohne, ein bisschen Licht kommt ja durch, dass es trotzdem gestiegen ist, oder? Von dem her sind oben diese Schichtbewölkung ist ein Anhaltspunkt. Ja, es könnte Zirren haben und so. Aber ich denke, unten sieht man relativ gut, ja, kann ich mit Kumulusbewölkung rechnen, steigt die Thermik. Und man sieht ja auch hier bei der Thermik, das ist 1,5 bis 2 Meter steigen. Das ist eigentlich recht gut, oder? Beantwortet das die Frage? Ja, ich denke, gut erklärt. Ja. Okay. Ich denke, es gibt auch noch ein paar Fragen dazu. Ich habe im Überblick nicht so ganz. Ja, also ja, vielleicht sollten wir erstmal weiterfahren. Okay, also es sind nicht mehr Und allzu dann. viele Slides, genau, dann machen wir das mal und dann können wir nachher uns komplett den Fragen widmen. Gut. Eben die Tücken von Rektherm, Exzetherm. Ich möchte hier nicht nur alles schönreden, ich möchte auch sagen, wo ihr aufpassen müsst, wenn ihr so ein Thermikmodell benutzt. Und ich habe jetzt hier ein Beispiel rausgenommen, das war vor ja, 2, 3 Wochen. Und da sieht man, dass es im Nordtessin, in der Leventina zum Beispiel mit 242 Kilometer, ja, sieht super verlockend aus, ist schön rot, eine große Zahl. Ja, ich erkläre euch jetzt, warum es trotzdem eine schlechte Idee gewesen wäre, an diesem Tag dort fliegen zu gehen. Das ist das genau 2. April war das. Das ist die Detailprognose von diesem Tag. Und was ihr da schon ein bisschen oben erkennen könnt, es hat so Wind aus Nordwesten. Und wenn man das Tessin ein bisschen kennt, das ist ja wahrscheinlich Wind in Dolomiten oder so. Nordwind ist immer ein bisschen, ja, Föhnalarm und so weiter. Aber es hat fantastische Steigwerte, 3,5, 4 Meter steigen hier oben. Und es sieht schon sehr verlockend aus. Und da muss man eben genau aufpassen. Es hat zwar oben schon Windpfeile, man kann draufklicken oder könnte, das ist jetzt ein Screenshot, da geht es nicht. Und dann zeigt es ihm schon an, es hat vielleicht 15, 20 Kilometer pro Stunde Wind. Aber das Ausmaß des Föhns,
sieht man dann auf dieser Karte, oder? Wir haben jetzt hier unten, das ist die Region hier. Da sieht man ganz klar, dass sehr starker Wind in die Täler reinstürzt, und zwar auf 2000 Metern. Also ist absolut unfliegbar an diesem Tag. Und das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist auch drüben hier bei Merano ist das so, also beim Reschenpass und in der ganzen Südalpen, im Austertal unten ist auch Nordföhn. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass wenn ihr XCTM benutzt, behaltet immer im Hinterkopf, das ist nur eine Komponente. Und es zeigt jetzt 242 Kilometer an. Und ja, an diesem Tag hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft, aber es gab auch einen ähnlichen Tag, da starten wir 150 Kilometer und zwar ähnlich föhnig. Und ein Pilot, ein Local, der ist tatsächlich dort auch die 150 geflogen, währenddem alle anderen freiwillig landen gegangen sind. Und eben, das ist das Potenzial, dass das drin liegt mit diesen Thermikwerten, aber das ist für die allermeisten Piloten ist das kein Genuss, so zu fliegen. Darum eben, schaut bitte auch die numerischen Wettermodelle an, die Windkarten. Eine ganz konkrete Frage dazu, die jetzt gerade hochgepoppt ist von Marc Radatz, ob du für die Föhnprognose immer die Windhöhe auf 2000 Meter anschaust. Nicht nur, 1500 schaue ich mir auch noch an, aber es ist schon eine Höhe, wo man sieht, ob es in den Tälern wirklich viel Wind hat, oder? Weil der Föhn ist ja ein Fallwind, der stürzt in die Täler runter und das ist ja genau das Gefährliche. Wenn der Wind nur auf 3000 Meter, sagen wir 2025 ist, dann ist es zwar auch nicht angenehm zum Fliegen, aber wenigstens unten in den Tälern ist dann der Wind schwächer und man kann wenigstens sicher landen, wenn man nicht mehr fliegen möchte. Was auch noch gerne angeschaut wird, ist die 800 Meter Prognose. Da muss ich jetzt schnell wechseln, weil das ist ein Screenshot, da kann ich nichts wechseln. Das wäre dann wieder der morgige Tag. Ja. Wenn ich hier auf die 800 Meter Prognose gehe, das ist 800 Meter über Grund. Mhm. Dann sieht man auch, dass es hier starke Winde hat. Aber die Föhntäler sieht man eigentlich auf der 2000 Meter Prognose fast besser. Finde ich. Aber ich klicke immer durch mehrere Windhöhen durch. Also ich schaue nicht nur 1500 oder 2000 an, sondern ich schaue mir auch auf 3000 den Wind an. Und auch auf, ja, wenn ich in den Hochalpen fliege, auch auf 4000 Meter noch. Gut, dann gehe ich wieder zurück. Eine Frage war noch zu dieser Seite mit dem Wind. Ja. Wie man denn da überhaupt draufkommt, auf diese genau. Windseite. Ah, genau. Ihr seht hier die URL, das ist xctm.com/icon. ICON, wie das Modell. Das ist momentan nur über diesen Link erreichbar, aber wir arbeiten hart daran, dass wir das so bald wie möglich hier ins XCTM integrieren können und dass man dann hier wie einen Knopf hat zum Umschalten. Dann wird auf der gleichen Karte anstatt die Regionen mit den Thermikkarten kann man umschalten und da kann man dann die Windwerte und die Wolken- und Niederschlagsprognosen einfach einsehen. Tipptopp, merci. Bitte. So. Gut, dann sind wir, glaube ich, schon fast fertig. Genau, hier nochmals eine Zusammenfassung, die Tücken von Regtherm, XCTherm. Eben das Regtherm, XCTherm, das ist eine Thermikprognose. Das ist ganz wichtig, das ist super für Steigwerte, Cumuluswolken, Basis und Top. Aber die Windwerte sind viel zu ungenau. Und das liegt übrigens auch daran, dass es höchstens einen Windwert pro Region gibt, dass der oben angezeigt wird. Also man hat nicht ein 2-Kilometer-Gitter, das berücksichtigt wird. Und wir haben jetzt hier als Beispiel die Region Graubünden, wo Martin zu Hause ist. Und hier liegt der Referenzpunkt, wo der Wind genommen wird im Kur-Rheintal. Und zwar zwischen Kur und Langquart. Das ist meistens am tiefsten Punkt der Region, weil an diesem Punkt fließt dann der Talwind rein und der Referenzpunkt dort ist eben auch wichtig, um die Schichtung der Luft zu bestimmen, die nachher in die hinteren Alpentäler transportiert wird. Und das Kur-Rheintal ist zum Beispiel ein Föhntal. Es kann gut sein, dass hier viel mehr Wind herrscht als im Prättigau. Weil im Prättigau, das ist eigentlich bekannt als ein Fluggebiet bei Fanaz, wo man bei ja, leichtem bis mittleren Südüberdruck doch noch fliegen kann. Das ist nur etwa
20 Kilometer Luftlinie entfernt oder sogar nur 15 von diesem Referenzpunkt, aber hier in Chur wäre nicht mehr an ein Fliegen zu denken, oder? Und genau deshalb ist es wichtig, schaut eine Windprognose an, die ein feines Raster hat und nicht die Windwerte hier im XZ-Term. Ich habe hier noch eine kleine Animation, und zwar, das ist ein bisschen ein Exkurs. Es gibt ja feinauflösende Windprognosen und grobe Windprognosen. Und im XZ-Term, weil sich das ja nicht auf den Wind spezialisiert, wird das ICON-EU-Modell verwendet. Das hat ein 7-Kilometer-Raster. Und hier ist visualisiert, wie das Modell aussieht von den Walliser Alpen und dem Aostatal im 7-Kilometer-Raster. Und links davon haben wir das ICON-D2 mit dem 2-Kilometer-Raster. Und man sieht ganz klar, dass links im 2-Kilometer-Raster, man kennt die Täler und die Berge viel besser. Und da das Modell dann auch mit dieser Topografie arbeitet, ist auch die Windprognose viel exakter, viel genauer, wenn man das im 2-Kilometer-Modell betrachtet und nicht hier im 7-Kilometer-Modell, wo eigentlich alles relativ flach aussieht. Es gäbe übrigens in der Schweiz noch ein COSMO-1-Modell, das hat ein 1-Kilometer-Raster. Ich nehme das gerade vorweg, diese Daten kosten leider sehr, sehr viel Geld. Die können wir im Moment nicht integrieren. Das ICON-D2-Modell, das ist gratis verfügbar vom Deutschen Wetterdienst durch die Open Data-Initiative, und darum konnten wir das so integrieren. Aber eben das ICON-D2 bringt auch schon super Ergebnisse. Ja, und jetzt noch ein bisschen Exkurs, wie ist dann XZ-Term entstanden? Ich möchte da nicht allzu lange darauf eingehen. Diejenigen von uns, die schon länger fliegen, die kennen vielleicht das Alpterm oder das Regterm, das alte. Das war so ein Textformat, wie man es hier sieht. Und ja, das ist, ich kann es gut lesen, wenn man ein bisschen Übung hat, ist es nicht so schwierig. Aber es ist sehr relativ mühsam, bis man es mal verstanden hat. Aber dieses Modell, das gibt schon seit 20 Jahren, das wird fortlaufend weiterentwickelt zwischen dem Physiker, der das Modell gemacht hat, und dem Deutschen Wetterdienst und ist eben trotzdem das meist verbreitete Thermikmodell in den Alpen. Es gibt da mittlerweile auch eine grafische Oberfläche, das gab das Java Top Task, das gibt es auch jetzt noch. Das ist eigentlich recht cool, das Programm, da kann man auch auf die Regionen klicken, da kann man sogar noch weitere Werte rauslesen und Strecken einzeichnen. Aber das ganz große Problem mit dem ist, das läuft nicht auf Mobiltelefonen. Das geht wirklich nicht, weil das verwendet Java und Java läuft auf den Smartphones nicht. Und darum kann man diese Prognosen leider nicht abrufen. Und speziell für uns Gleitschirmflieger, wir sind ja immer unterwegs und wir wollen, also ich, wenn ich mal im Wallis fliegen gehe, dann habe ich 3 Stunden Heimreise, dann würde ich gerne auf meinem Tablet oder auf meinem Smartphone schon die Prognose für den nächsten Tag anschauen und nicht um Mitternacht, wenn ich nach Hause komme, noch den PC anwerfen. Und genau aus diesem Grund haben wir dann eben XZ-Term ins Leben gerufen, dass man das jetzt eben mobiltauglich machen kann. Ja, jetzt noch kurz, wer steckt dahinter? Das bin einerseits ich habe das initiiert. Ich hatte einen Unfall letztes Jahr, ich musste sowieso 3 Monate zu Hause bleiben. Und dann hatte ich viel Zeit, um mit dem anfangen zu arbeiten. Und ich habe dann Lust gekriegt, da noch ein bisschen mehr draus zu machen. Und darum habe ich insgesamt 9 Monate Vollzeit darin gesteckt in die Entwicklung. Das ist sehr viel Arbeit dahinter. Aber was ich auch cool finde, ist, wir haben bei uns in der Liga und auch sonst in der Gleitschirmszene viele Freiwillige, die mir helfen, sei es mit Marketing, sei es mit Übersetzungen auf Italienisch oder Französisch. Das ist also eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt, auch wenn ich natürlich meisten Aufwand da mit reingesteckt habe. Ja, für die, die es noch nicht kennen, eben XZ-Term, die Thermikprognosen, die sind nicht gratis, weil das ist ein Lizenzmodell. Ich muss auch dem Lizenzgeber für jedes Abo etwas zahlen. Aber es gibt 3 Möglichkeiten. Das gibt es ein Regiomodell mit 5 Regionen, was für viele Lokalflieger oder auch für Flugschulen eigentlich ausreicht oder vor allem für Flugschüler, weil man reist ja da nicht kreuz und quer durch die Schweiz oder durch Europa. Und da gibt es noch ein Modell mit 30 Regionen. Das reicht für die Schweiz oder für Österreich oder für halb Deutschland oder halb Frankreich. Und das reicht ja meistens. Die wenigsten Piloten reisen wirklich quer durch Europa und brauchen wirklich die vollen 289 Regionen.
Irgendjemand malt mir da immer rein. Seht ihr das auch? Ich mache mal Clear All Drawings. So. Und aber die Wetterprognosen, das Icon-Modell, die stelle ich gratis zur Verfügung, weil dort kriege ich die Daten auch gratis. Das, klar, ich habe dort doch noch Serverkosten, die sind nicht zu vernachlässigen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man diese Windprognosen, dass so viele Leute wie möglich die auch benutzen können, weil sie sind wirklich sehr hilfreich. Ja, das war der formelle Teil, der theoretische Teil. Ich möchte mich ganz herzlich bei Martin bedanken, der sich da extrem ins Zeug gelegt hat. Mittlerweile sind wir fast 300 Leute im Call, dass wir das machen konnten. Xtherm ist sehr gut gestartet. Das wurde ja letzten August lanciert und wir haben mittlerweile schon vierstellige Benutzerzahlen. Unter ihnen ist auch Kegel Mauer zum Beispiel, der es fürs X-Alp benutzt und noch weitere Piloten. Und ja, ich freue mich auch, das weiterzuentwickeln. Und ich bin sicher, ich habe extrem viel Feedback bekommen im Chat, das ich noch nicht gelesen habe, das ich dann später umsetzen kann. Tipptopp. Merci vielmals, Dani. Sehr interessant und muss feststellen, also jetzt mal, wenn ich mich mit dir unterhalte, lerne ich wieder irgendwas über Meteor-Themen dazu. Also man merkt, dass du das ja intensiv mit dich beschäftigst. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir haben die Fragen so ein bisschen kategorisiert. Es sind jede Menge Fragen reingekommen. Sehr viele Fragen gab es zu dem Thema Steigwerte. Eben, es wird von verschiedenen Teilnehmern angemerkt, dass die Steigwerte ja eigentlich sehr lokal sind. Also irgendwo an einer schönen Bergflanke, ob ein anderes Steigen wie jetzt im Rheintal, in der Mitte vom Rheintal. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, ja, wie das zusammenhängt oder wo das gemessen wird. Also gemessen wird es ja nicht, das ist eine Prognose. Es wird ja eigentlich für die Luftschichtung gemessen, oder? Und wie viel Hitze kommt von unten nach? Es ist völlig klar, dass an einer Bergflanke natürlich viel mehr Thermik hochsteigt, weil es danach noch kanalisiert und dann sind natürlich die Steigwerte auch höher und mitten über dem Talboden steigt natürlich die Thermik nicht hoch, die geht entlang den Bergen hoch. Ich muss jetzt gestehen, 100% genau kann ich es nicht sagen, wie das berechnet wird, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass geschaut wird, wie viel Wärme trifft durchschnittlich auf den Boden in dieser Region und dann, wie ist die Luft geschichtet und daneben die anderen Parameter, die ich vorher erwähnt habe. Und anhand von dem wird bestimmt, was die durchschnittlichen Steigwerte über der ganzen Region sind, oder? Aber wie du gesagt hast, über dem Tal oder über Seen sogar, ist natürlich bedeutend weniger. Und an steilen Bergflanken, die noch voll in der Sonne stehen, kann es natürlich auch mehr sein, ja. Aber ich denke, das Wichtige ist auch, wenn man sich mit so einer Thermikprognose auseinandersetzt, man kriegt irgendwann auch ein bisschen ein Gespür dafür, oder? Zum Beispiel in der Region, wo du fliegst, Martin, bei Arosa, dort hat es so einen Berg, wenn man dort reinfliegt im Frühling, da hat es immer 7-8 Meter steigen. Auch wenn die Prognose nur 3 bis 4 Meter voraussagt, weil dort einfach die Topografie und alles so begünstigt ist, dass es dort immer wahnsinnig hoch geht. Ich nehme an, Martin, du weißt, welchen Bart oder welchen Schlauch ich meine. Ja, und dann gibt es Ecken, die sind halt zum Beispiel auch vom Talwind verblasen und so weiter. Dort steigt es halt gar nicht und über dem See halt eben auch nicht. Tipptopp. Nee, ich denke, das ist gut erklärt. Die andere Frage, die noch aufkam zum Thema Steigwerte, ob das die reinen Steigwerte sind oder ob ich da noch das Eigensinken von meinem Schirm abziehen muss. Ja, das, also um das ganz genau zu beantworten, sind das die Steigwerte für Segelflugzeuge im Kurvenflug. Weil die Prognose wurde ursprünglich für Segelflugzeuge gemacht. Das heißt, das Eigensinken der Segelflugzeuge im Kurvenflug ist abgezogen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die Werte dann etwa so übereinstimmen mit für die Gleitschirme auch also bereits abgezogen sind dann eben das Eigensinken, oder? Mhm. Also wenn man sich natürlich in eine steile Kurve reinlegt und dann ist das wieder was anderes. Aber wenn man normal kreist in der Thermik, ist das Eigensinken bereits abgezogen, ja. Also vielleicht persönlich,
Ich starte zu fliegen, wenn es 1,0 Meter oder mehr hat. Ich schaue immer so auf da, es ist 1,0 und ja, hat es keine Inversion. Bei 0,5 gehe ich nicht raus, weil ja, das kann schon sein, dass es 0,5 Meter hat und dann erwischt man irgendwo eine Ecke, wo es nicht steigt, dann ist man tief und dann ist man immer tief, das bringt nichts, oder? Und vielleicht für Leute mit weniger Erfahrung würde ich empfehlen, dort, wo es 1,5 Meter hat, dort würde ich langsam anfangen zu fliegen, oder? Tipptopp. Generell gab es noch Fragen zur Regionenübersicht. Also ich kann ja, soweit ich es verstanden habe, glaube in der Grundversion kann ich ja 5 Regionen auswählen. Genau. Wie man das dann verändert oder wie ich die auswählen kann. Ja, jetzt muss ich schauen. Ich habe jetzt hier einen Zugang, wo ich alle Regionen sehe, da kann ich das gar nicht zeigen. Also hier sieht man übrigens mal einen Überblick über alle Regionen, die möglich sind momentan. Das wird vielleicht danach noch erweitert. Wenn man das anpassen möchte, jetzt muss ich schauen, ich habe da wirklich kein Konto, wo ich das machen kann, aber ich kann zeigen, wo man es machen könnte. Man kann hier auf Einstellungen gehen, im Menü. Entschuldigung, das war schon falsch. Auf Abonnement. Und dann hat es hier so Vorhersageregionen und doch, ich kann es sogar ändern. Ich habe ein Entwicklerkonto. Das könnt ihr so gar nicht lösen. Dann hat es ausgewählt 289 von 289 und verbleibende Änderungen habe ich sehr, sehr viele. Das sind normalerweise 5. Da kann ich da draufklicken und da gibt es noch eine kleine Anleitung, die leider viel zu wenig gelesen wird. Aber da heißt es, dass man 5-mal ändern kann und dann ist es fix. Und dann kann ich wirklich die Regionen an- oder abwählen, die ich haben möchte, oder? Ich wähle jetzt da mal ein paar ab, um das zu illustrieren, und dann speichere ich das. Wenn ich zurück in die Prognose gehe und jetzt muss ich die neu laden, jetzt sieht man hier, diese Regionen fehlen hier, oder? Und wenn man natürlich jetzt nur 5 abonniert, dann ist es natürlich genau umgekehrt. Man hat genau diese 5 zur Verfügung. Und die anderen, die hat man dann eben nicht. Ah, verstehe. Ich füge die jetzt wieder hinzu. Sieht blöd aus so. Das kann ich praktisch 5-mal im Jahr kann ich diese Regionen dann beliebig anpassen. Also wenn ich jetzt auf eine Flugreise gehe, dann ja, kann ich mir Regionen in Italien also das initiale auswählen. Wenn ich wieder zurückkomme, nehme ich wieder meine Regionen in der Schweiz. Genau, eigentlich ist genauso für das gedacht, dass man 2-mal in die Ferien gehen kann und zurück und dann, ja, dann klappt es, oder? Jetzt gibt es Leute, die haben das am Anfang nicht begriffen und so und haben schon 3-mal aufgebraucht. Also da muss man mir einfach eine E-Mail schreiben, dann setze ich den Zähler auch zurück. Also es geht mir mehr darum, dass nicht Leute nur das Abo mit 5 Regionen kaufen und dann jeden Tag 110-mal die Region wechseln, damit sie trotzdem die 30 sehen. Weil das ist nicht der Sinn der Sache, ja. Tipptopp. Eine andere Frage war, ob denn auch historische Prognosen verfügbar sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel im X-Contest ein paar schöne Flüge in der Region sieht und man will jetzt wissen, welches Wetter war eigentlich am Flugtag, kann ich dann auch historische Prognosen abrufen? Abrufen kann man es momentan noch gar nicht. Gespeichert sind sie aber für die Thermikprognosen. Also was man hier sieht, das ist abgespeichert seit letztem August, wo ich angefangen habe. Der Wunsch kam schon ein paar Mal. Ich muss mir noch überlegen, wie man das dann in das User Interface, also in die Benutzeroberfläche einbauen könnte, weil das ist auch ein bisschen das Problem, weil ich habe jetzt hier einen großen Bildschirm. Aber wenn das muss ja auf dem Smartphone gut aussehen mit einem kleinen Bildschirm. Das ist immer, das darf man nicht vergessen, das ist sehr viel Aufwand, das wirklich vernünftig darzustellen. Wahrscheinlich müsste ich das wie auf einer separaten Seite machen, wo man ins Archiv gehen kann. Die Icon-Prognosen, die werden nicht gespeichert. Und der Grund für das ist relativ einfach. Das sind pro Tag etwa 50 GB Daten, die produziert werden. Ja, das ist schlicht und einfach ein Ressourcenproblem auf dem Server. Ja. Tipptopp. Die nächste Frage bezieht sich auf die Referenzpunkte. Ich nehme an, das ist der Windreferenzpunkt gemeint. Also nicht nur Wind, aber ja. Jetzt muss ich schauen, ob ich das Fenster hingemacht habe. Ob man denn diese Referenzpunkte einsehen kann? Nein, ist die Antwort. Momentan nicht. Das habe ich selbst erstellt hier, diese Karte. Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich ein Bedürfnis ist.
Aber ja, ich könnte es mir überlegen, wieso nicht? Ja, man könnte schon einbauen, aber man sieht einfach jetzt relativ deutlich, das wollte ich eigentlich mit den Referenzpunkten erwähnen, dass die Regionen wirklich breit sind und dass da komplett andere Verhältnisse herrschen können mit dem Wind. Hingegen für die Thermikprognose, das ist viel weniger, da unterscheidet sich viel weniger und die Regionen wurden ja absichtlich so gewählt, dass es sich eben ähnlich verhält. Okay, dann die nächste Frage, die finde ich sehr interessant. Was sind deine Erfahrungen mit der Föhnzuverlässigkeit bei hohen Druckunterschieden von Nord und Süd? Es gibt ja Also, aktuell auch Diskussionen, inwiefern ist diese 4 Hektopascal-Regel noch belastbar? ja. Was sind so deine, wie ist da deine Meinung dazu? Wie ist deine Erfahrung? Es kommt drauf an. Es gibt ja, vor allem im Herbst und auch im Frühling gibt es oft so Lagen, wo es unten Nordüberdruck hat und oben Südüberdruck. Und das große Problem mit den, wenn man nur die Druckunterschiede vergleicht, ist, man vergleicht den Bodendruck. Also ich vergleiche zum Beispiel Zürich und Milano oder Innsbruck und ich weiß auch nicht, was das Bolzano oder was unten ist. Aber schlussendlich, was den Föhn macht, ist nicht der Druckunterschied am Boden. Das Ganze findet ja in der Höhe statt, dort, wo die Alpenpässe sind und darüber, oder? Und es gab es im Herbst wirklich schon ein paar Mal, dass man wirklich 3, 4 Hektopascal Nordüberdruck hatte und oben trotzdem Südföhn, weil dann eben in der Höhe viel kalte Luft war im Süden, die ist schwerer und das drückt dann nach Norden rüber, oder? Von dem her, ich sage immer, die Druckdifferenz ist sicher ein guter Oberanhaltspunkt, aber man kann zum Beispiel auch bei 4 Hektopascal Nordüberdruck im Tessin je nachdem fliegen. Man sieht dann das auch an den Windprognosen vom Econ-Modell relativ gut, ob der Föhn in die Täler durchgreift. Aber wenn man jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat mit der Einschätzung dieses Föhns und auch kein Local ist, dann würde ich halt den Leuten schon empfehlen, vielleicht bei 3 Hektopascal oder 4 Hektopascal, ja, vorsichtig zu sein. Lieber einmal zu viel vorsichtig sein, als es dann nachher bereuen, ja. Andere Frage gab es noch zu der Richtung und den Flugdistanzen. Also du hast ja vorher schön ausgeführt, dass es eigentlich immer ein Hin und Zurück ist. Aber ist dieses Hin und Zurück immer sozusagen gegen den Wind oder ist das 90 Grad dazu oder 45 Grad? Das ist eine gute Frage. Oder spielt es überhaupt eine Rolle? Also wenn der Wind von 90 Grad kommt, dann schiebt es einem die ganze Zeit. Ich kann die Frage so, ich kann sie nicht beantworten. Ich müsste danach fragen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht im Detail. Dann eine weitere Frage noch zum Flugwind. Also warum der Flugwind angezeigt wird und nicht der Basiswind und Weil man ja, ja, Entschuldigung. Hangwind anstatt Bodenwind. Ich glaube, im Rektherm ist ja irgendwie der Basiswind berücksichtigt. Nein, das ist, nein, das, also den Wind, den ich anzeige, ich kann hier zurückgehen auf die Textprognose. Wo habe ich die gehabt? Nein, die war hier. Entschuldigung fürs Rumflippen. Du meinst diesen Wind hier, den da? Das ist ja das Rektherm. Das sind die Rohdaten, die ich erhalte. Dieser Wind ist eben dieser Wind auf typischer Flughöhe. Und die wird hier nicht ausgewiesen. Beim Hangaufwind wird hier ausgewiesen, auf welche Höhe sich dieser Wind bezieht, oder? Und um die Frage zu beantworten, wieso nicht an der Basishöhe? Man sollte ja als Gleitschirm gar nicht so nahe an die Basis gehen. Das ist mal eines. Aber ich glaube, das war nicht der Hauptgrund. Sondern, ja, man fliegt halt auch dazwischen, oder? Also, wie soll ich sagen? Der Oliver Liechti, der dieses Modell gemacht hat, der fliegt ja selbst Segelflugzeug und er sagt, dass auf 80% der nutzbaren Höhe, der Thermikhöhe, eigentlich so der Wind ist, der interessant ist, oder? Man geht ja nicht so nahe an die Wolken heran im Normalfall. Stunden. Aber eben wie gesagt, ich würde auf diese Windprognosen sowieso nicht allzu viel Wert legen. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich finde das wirklich nicht wirklich sehr
informativ oder viel sehr zuverlässig, wenn man sich einfach auf diese Windprognosen verlässt. Genau, eine andere Frage, die dort noch mit reinspielt, ist die, was die Limitationen denn vom Rektherm für Gleitschirmflieger sind. Also gibt es noch andere Faktoren, die man interpretieren muss, wie jetzt zum Beispiel Regenfälle? Oder ist das alles schon mit abgebildet? Ja, die Regenfälle sieht man eigentlich nur in der Textprognose. Ich kann da mal das zeigen hier. Also wenn ich hier morgen regnet es, doch morgen regnet es sicher irgendwo. Mach mal Zürich da. Da regnet es immer. Ja, da RS, Rain Shower Low, das, hier sieht man sie in der Textprognose. Aber wiederum, das ist wieder für die ganze Region. Und man kriegt da vielleicht einen groben Anhaltspunkt, ob es Gewitter gibt oder Regenschauer. Aber wenn man es genau wissen möchte, dann schaut man halt auch wieder auf eine Niederschlagsprognose, wie wir sie hier haben oder wie es auch auf anderen Seiten gibt. Oder? Mhm. Dann sieht man ein bisschen genauer, wie sich das mit den Niederschlägen verhält. Oder? Ja, es gibt noch einige Fragen, mhm. ob es denn zum Beispiel auch eine App gibt, also eine Android-App oder eine iPhone-App. Nein, eine Native-App gibt es nicht. Das Xetherm ist eine sogenannte Web-App. Die ist so gemacht, dass man sie auf dem Startbildschirm abspeichern kann und sich dann fast wie eine App verhält. Es gibt schon gewisse kleine Unterschiede. Aber eine App im App Store oder im Play Store, mhm. das gibt es nicht, nein. Also, dass man sich die Webseite sozusagen auf den Bildschirm legt im Handy, dass das genau. dann sich das mehr oder weniger fast wie eine App dann verhält. Genau. Dass man mit einem Klick die Prognosen abrufen kann. Genau, und das werden wir auch noch ein bisschen optimieren, weil im Moment muss man es manuell abspeichern und man kann das noch ein bisschen optimieren, dass man dann im Chrome zumindest angezeigt bekommt, möchte man das als App installieren, oder? Mhm. Das, ich bin ehrlich, das macht einerseits die Wartung einfacher, dann hat man nur eine App oder ein System und andererseits eben, ich bin auch der Meinung, Leute sind oft auch ein bisschen zögerlich mit neuen Apps installieren und so kann man es, wenn man will, auch im Webbrowser anschauen. Die Frage, die da auch noch mit reinspielt, ist die, ob es eine Bedienungsanleitung gibt für Xetherm, also ob es irgendwie ein PDF oder dergleichen oder ein Video gibt, wie das Ganze benutzt werden kann. Ja, also seit heute gibt es ein Video und zwar diesen Vortrag. Nein, das ist noch ein bisschen, ja, das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Ich beantworte natürlich gerne immer Fragen per E-Mail, wenn jemand Fragen hat. Ich glaube wirklich, das Wichtigste, was ich Leuten immer sage, man kann auf diese Felder klicken. Man kriegt hier Infos, wenn man auf diese Felder klickt. Das beantwortet schon irgendwie 75% aller Fragen. Einfach draufklicken, oder? Genau, eine interessante Frage oder Feature-Request ist auch noch, dass es im Altterm oder Rektherm gab es diverse Informationen, Symbole zu Turbulenzen oder Überentwicklung. Ja. Ob man die auch im Xetherm sieht? Noch nicht. Momentan sieht man nur Wolken oder nicht. Aber das ist auch noch auf der To-Do-Liste, ja. Dass man dann zum Beispiel hier bei den Wolken sieht man noch einen Regentropfen oder einen Blitz dazu, oder? Dann weiß man, dass es Gewittergefahr ist. Aber nein, momentan ist das noch nicht drin. Tipptopp, ich hangel mich hier gerade noch ein bisschen durch die Fragen. Eine Frage war noch, für welche Länder können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit benutzen? Nur für die Schweiz? Also ich denke, in der Regionenübersicht hast du eine Menge von Ländern drin. Wird das noch erweitert oder? Es sind Gespräche im Gange, ja. Aber ich darf dazu noch nichts sagen. Das ist noch in Verhandlung. Das liegt nicht an mir. Das liegt an das liegt am Autor von Rektherm und am Deutschen Wetterdienst, dort die sich finden. Wenn ich die Daten bekomme, dann sind die sofort drin. Und wenn das eben nicht klappt, dann bleibt es vorerst mal so. Mhm. Ich weiß aber, dass zum Beispiel die Regionen für Italien, die haben mal existiert, aber aus lizenzrechtlichen Gründen sind die nicht mehr drin. Und auch Spanien hat existiert, ganz Spanien. Aber wie gesagt, auch hier, das ist ein rechtliches Thema, das müssen die zwei untereinander ausmachen. Und sobald ich dort grünes Licht kriege, ist es natürlich bei Xetherm auch sofort drin. Generell ist natürlich Xetherm für den ganzen Alpenraum super und auch für die Pyrenäen, allgemein für gebirgige Gebiete.
Xetherm ist auch gut fürs Flachland. Es gibt auch hier Thermikprognosen. Aber ich glaube, die ganz großen Vorteile spielt es schon in den Alpen aus, durch die ganzen zusätzlichen Parameter wie Vegetation, Hangneigung und so weiter. Und es wird auch zum Beispiel berücksichtigt, wie viel Schnee liegt normalerweise, ich sage jetzt extra normalerweise, um diese Jahreszeit. Oder? Das hat ja auch einen Einfluss auf die Thermikentwicklung. Und im Flachland spielt das sicher auch eine kleine Rolle, aber ich denke dort, im Flachland würde ich mich auch noch eher auf die Windwerte verlassen, weil wenn es flach ist, dann kann man auf diese Werte hier auch noch sich eher verlassen. Sehr gut. Die ein paar Fragen haben wir noch zum Abo-Modell. Mhm. Also ob es dann die Möglichkeit gibt, mit Kollegen oder mit der Partnerin, wenn die auch fliegt, es zu teilen. Vielleicht auch ein Angebot für Clubs oder für Flugschulen. Ob da irgendwas angedacht ist, dass man irgendwie das in irgendeiner Form teilt. Weiß ich ja, auch nicht, oder dass man so ein... Ist nicht so gern gesehen, das Teilen des Abos, wenn es jetzt die wirtschaftliche Situation nicht zulässt. Nein, aber ich muss halt auch sagen, oder ich habe da 9 Monate wirklich Vollzeit investiert in das Tool. Ich habe nichts verdient in dieser Zeit. Ich habe meine Ersparnisse angezapft. Ich bin natürlich auch froh, wenn da wieder was reinkommt. Oder? Und das wird immer ein bisschen vergessen bei so einem digitalen Produkt, dass da sehr, sehr, sehr viel Arbeit dahinter steckt. Und ja. Ich denke, man sieht, dass auch sehr viel Herzblut von dir dort reingeflossen ist und dass wahrscheinlich die Stunden, Tage, Wochen, die man dort investiert hat, irgendwo sowieso man das finanziell gar nicht zurückbekommt. Ja. Nein, das ist in einer kleinen Community. Das ist ein leidenschaftliches Projekt. Das wird nie eine Goldgrube oder irgendwas. Mein Ziel ist es, die Kosten zu decken und mein Hobby damit zu finanzieren. Also. Und dann bin ich froh, wenn die Leute dann auch das Abo nicht mit 5 anderen Leuten teilen. Ja, ich denke, hat auch was mit Fairness dann. Ja, genau. Ja, es ist leider nicht selbstverständlich, aber ich habe es lieber, wenn man fragt und anstatt wenn man es einfach macht. Aber, ja, eine andere Frage war noch, es gibt ja mehrere Anbieter von entsprechenden Tools, ob es da in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit gibt oder ob das mehr oder weniger ähnlich ist, was dort angeboten wird oder was so die Spezialisierung jetzt ist von den speziell vom XC-Term. Ja, also es gibt das TopTask, das ist vom Deutschen Wetterdienst und ja, die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst findet dem ja so statt, dass wir die Daten von ihnen kaufen und beziehen. Und das ist auch mit ihnen abgesprochen. Die wollten das nicht selbst machen, eine mobile Lösung. Und darum haben sie gesagt, gut, dann machen wir es so, dass wir halt die Abos vertreiben. Weil ursprünglich war angedacht, dass ich einfach ein Webfrontend baue und dann kann man mit dem Abo des Deutschen Wetterdienstes sich einloggen. Aber das ging aus politischen, rechtlichen Gründen nicht und darum haben wir das so gelöst, dass ich halt die Abos selbst verkaufe, ja. Und dann gibt es noch andere Anbieter, wahrscheinlich spielt man eher auf die an. die sind dann 2-3 Monate, nachdem ich es lanciert habe, auch gekommen, weil es plötzlich das Lizenzmodell es zugelassen hat, dass da Private das anbieten. Die fokussieren sich, so viel ich weiß, aber da müsste wahrscheinlich die Person fragen, mehr darauf, dass sie es so einfach wie möglich machen können. Dort wird nicht angezeigt, wie viele Kilometer wird potenziell möglich sein. Soviel ich weiß, werden auch nicht Icon D2-Daten verwendet bei den Prognosen. Aber ich denke, ich möchte nicht zu viel mich über diesen Konkurrenten verlieren. Ich denke, der kann dann selbst erklären, was die Unterschiede sind. Oder? Also grundsätzlich, die Eingangsdaten sind die gleichen. Aber ich setze einfach auf Transparenz und ich setze darauf, dass ich den Piloten die Rohdaten gebe. Also die Rohdaten, die aufbereiteten Rohdaten, ich möchte nicht den Piloten die Entscheidung abnehmen, heute ist grün oder heute ist blau, also gut zum Fliegen, weniger gut und so weiter. Ich denke, jeder Pilot muss lernen, selbst seine Einschätzung anhand einer Thermikprognose und eben auch anhand einer Windkarte zu fällen. Das ist so ein bisschen meine Philosophie. Mhm. Also du gibst praktisch die Daten der Prognose dann heraus, ohne
das dann oder erfolgt dann noch eine manuelle Einflussnahme. Also wenn du jetzt siehst, okay, hier Graubünden zeigt einen sehr hohen Wert an, das kann eigentlich gar nicht sein. Greifst du dann noch ein oder wird es Nein. Wird es dann anhand der Prognose publiziert? Nein, ich greife nicht ein. Ich verwende wirklich, da waren schlaue Köpfe dahinter vom Deutschen Wetterdienst, Physiker und so weiter, die haben das Modell gemacht. Ich selbst habe Informatik studiert, ich hatte zwar mittlerweile ein bisschen Ahnung von Meteor oder mehr als ein bisschen, aber ich würde mir jetzt da nie zutrauen, da zu sagen, nein, die Meteorprognose ist falsch und so weiter. Ist nicht meine Philosophie. Ich möchte die Daten so präsentieren, wie es die Profis gemacht haben. Und ob sie dann stimmen oder nicht, das ist ein anderes Thema, oder? Ich möchte wirklich nicht eigene Algorithmen machen, die, wo ich das Gefühl habe, ist nachher besser, als das der Deutsche Wetterdienst macht. Oder? Das ist meine Philosophie. Tipptopp, merci vielmal. Ein Blick auf die Uhr zeigt, dass wir schon 5 Minuten überzogen haben. Ja, ich habe noch Zeit, wenn noch Fragen sind, aber ja. Also ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu böse, wenn wir jetzt da langsam zum Ende kommen. Ich würd sagen, wir haben die Fragen alle gut dokumentiert. Wir würden den Nachgang, würde ich den Dani noch zukommen lassen, würden wir da nochmal drüber gehen und wir schauen, dass wir dann in geeigneter Form nochmal die Antworten dann entsprechend publizieren, vielleicht auf dem Video-Channel, dass man dort noch einen Kommentar dazu macht, dass wir nochmal versuchen, die noch offenen Fragen zu beantworten. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Tipptopp, ansonsten. Ja. Sonst könnt ihr auch direkt auf der Facebook-Seite von XZTM auch Fragen stellen. Mhm. Ich habe gesehen, da ist so eine Art Diskussionsgruppe im Facebook am Laufen, wo man auch entsprechend Fragen posten kann. Ja, genau. Tipptopp, ansonsten, merci vielmal. Danke auch. Danke dir, Dani. Es sind immer noch über 200 drin, sehe ich. Danke vielmal, dass ihr alle so lange geblieben seid und dass ihr es offensichtlich spannend gefunden habt. Danke an Chris und Karin, die mir hier geholfen haben, mit die Fragen ein bisschen vorzusondieren. Und ja, wünsche ich euch eine gute Zeit und hoffentlich, dass uns das XCTM noch viele schöne Hammertage diese Saison prognostiziert. Ja. Ciao zusammen, merci. Tschüss.